Ja, mal flotten Funktionstern bestimmt. Wenn ihr die Vokabeln dafür sucht, ich habe unter der Rubrik Analysis eine extra Playlist gemacht, Rekonstruktion von Funktionen, Modellieren von Funktionen, das heißt ja dann immer von Aufgabe zu Aufgabe anders. Jetzt ein Klassiker für ganz rationale Funktionen oder Polynomfunktionen. Ihr sollt eine Funktion dritten Grades bestimmen. Die soll punktsymmetrisch sein. Und zwar zum Ursprung für Klugscheißer. Und gegeben ist der Hochpunkt, der bei 2,10 sein soll. So, flott aus der Hand. Funktion dritten Grades, Polynomfunktion oder ganz rational. Ihr schreibt euch hin, f von x gleich ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d. Wenn ihr andere Koeffizienten, also diese Buchstaben nehmen sollt, es gibt auch manche, die wollen dann a0, a1, a2, a3 haben. Das habe ich eigentlich in der Playlist geklärt. Das sind eigentlich hier die Buchstaben, die ihr mit Werten füllen müsst, grundsätzlich. Ihr geht aber als nächstes erstmal auf eine mögliche Symmetrie. Punktsymmetrie heißt ja, ungerade bleibt, gerade weg. Ungerade bleibt, das wäre ja hoch 1, gerade weg. Viele fragen hier immer, warum ist das gerade? Da steht doch kein x. X hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, das wäre x hoch 0. Und irgendwas hoch 0 ist ja immer 1, deshalb schreibt man das nie hin. Bleibt übrig ax hoch 3 plus cx. Jetzt könntet ihr für euch wieder sagen, nur ich nehme jetzt hier a und b. Lasst euch von sowas nicht verwirren. Ihr habt zwei Unbekannte, zwei Buchstaben, die ihr von den Werten her bestimmen müsst. So, jetzt könntet ihr noch sagen, ich mache mal f', das wäre 3ax² plus c. Und wenn man noch nicht weiter geguckt hat, von mir aus auch f2', wären 6ax. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, um irgendwelche Voraussetzungen zu verwerten. Ihr habt jetzt hier nur stehen, Hochpunkt bei 2,10. Wenn ihr die Vokabeln abgeht, ein Punkt besteht aus einem x-Wert und einem y-Wert. Deshalb gehe ich in die Grundfunktion, in die Ausgangsfunktion und sage f von, ich setze 2 ein, überall da, wo ein x ist, also a mal 2 hoch 3 plus c mal 2 und es soll 10 rauskommen. Hieraus bekommt ihr jetzt eine Gleichung, nämlich 2 hoch 3 ist 8a, ob ihr a mal 8 oder 8a schreibt, ist das gleiche, plus 2c gleich 10. Das hilft euch nicht weiter, denn ihr könnt jetzt nach a oder nach c umstellen, aber dann habt ihr ja keinen Wert für a oder für c und deshalb muss es noch irgendetwas geben. Viele sagen dann, aber hier steht ja nichts mehr, wenn ihr aber die Vokabeln wieder abklappert. Hochpunkt heißt ja, dort ist die Steigung 0. Steigung ist ja m. M soll 0 sein bei dem x-Wert 2. Steigung ist zu finden in der ersten Ableitung, also schnappe ich mir f', setze dort 2 ein, 3 mal a mal 2 hoch 2 plus c und das soll gleich 0 sein, weil dort ja wohl ein Hochpunkt vorliegt. Mir das wieder hier schnappe, 2 hoch 2 ist 4 mal 3 ist 12, a plus c gleich 0. Entweder schreibt ihr römisch 1, römisch 2 oder 1, 2 oder ihr macht einfach nur die Striche. Kommt immer darauf an, wie ihr das gerade durchgenommen habt. Letztendlich greift jetzt die Vokabel Gleichungssystem lösen. Viele sagen immer, rechne doch jetzt mal zu Ende. Ich sage dann immer, ich habe dafür eine eigene Playlist gemacht, nämlich lineare Gleichungssysteme lösen. Das könnt ihr nämlich jetzt wieder nach eurem Lieblingsmodell machen. Entweder eine Zeile umstellen und einsetzen, also Einsetzungsverfahren oder Additionsverfahren oder ihr hackt es im Taschenrechner, tippt es in den Taschenrechner ein, wie ihr wollt. Wenn ihr dann A raus habt und C raus habt, dann seid ihr eigentlich durch, ne? Könnt dann noch entsprechend hier einsetzen, habt dann eure Funktion, macht am besten noch die Probe, dass wirklich alles passt. Also 2 eingesetzt in die Ausgangsfunktion muss 10 ergeben, 2 eingesetzt in die erste Ableitung muss 0 ergeben und dann könnt ihr auch noch 2 in die dann zweite Ableitung, die ihr dann bekommt mit dem Wert a, einsetzen zum Überprüfen, ob es wirklich ein Hochpunkt ist und dann habt ihr die volle Punktzahl. Nochmal zur Frage, wo sind die Vokabeln? Geht über die Startseite, runterscrollen
zu Analysis, dann zu der Playlist Funktionstherme bestimmen, Rekonstruktion von Funktionen. Da ist eigentlich alles drin. Und wenn ihr das für zum Beispiel E-Funktionen sucht, dann geht in die Playlist E-Funktionen. Und wenn sonst noch Fragen sind, schickt's durch. Ich versuche ja für alles Videos aufzunehmen.